Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst mal bei den hinter mir sitzenden Zuhörern entschuldigen, dass sie die Zeit über nur meinen Rücken sehen. Aber schade, wir haben keine Drehbühne. Wenn es das wäre, dann müsste man zur Hälfte der Zeit umdrehen und dass sie dann den Rücken sehen müssen. So aber wird es also so bleiben, wie es ist. Wir sind hier zusammengekommen, um in Trauer eines liebenswerten Menschen zu gedenken, aber auch um für alles zu danken, was Christa Wolf uns geschenkt hat. Christa Wolfs literarisches Werk gehört zu den bedeutendsten im deutschen Sprachraum. Und weit darüber hinaus, ihr Werk hat Leserinnen und Leser in der ganzen Welt tief berührt. Es bleibt, was sie geschrieben hat. Sie hat einen neuen Ton in die deutsche Literatur gebracht. Sie hat sich eingemischt, ihre Arbeiten waren und sind erstaunlich wirksam und sie wurde geliebt, mehr noch, sie wurde verehrt. Cassandra. Mit der Erzählung gehe ich in den Tod. Hier ende ich, ohnmächtig, und nichts, was ich hätte tun oder lassen, wollen oder denken können, hätte mich an ein anderes Ziel geführt. Tiefer als von jeder anderen Regung, tiefer selbst als von meiner Angst, bin ich durchdrängt, geätzt, vergiftet von der Gleichgültigkeit der Außerirdischen gegenüber uns Irdischen. Gescheitert das Wagnis, ihrer Eiseskälte unsere kleine Wärme entgegenzusetzen. Vergeblich versuchen wir, uns ihren Gewalttaten zu entziehen. Ich weiß es seit langem. Was bleibt? Christa Wolf gehörte einer Generation an, zu der auch ich mich zähle. Die Zeit des Nationalsozialismus und die späte, zu späte Erkenntnis aller im Verlauf von nur 12 Jahren von deutschen begangenen Verbrechen haben uns geprägt. Schreiben verlangt seitdem, aus Spuren zu lesen. Dieses Dritte Reich, ich muss übrigens sagen, dass ich führergläubig war. Also ich bin dann natürlich belehrt worden, ich brauchte anscheinend diese wirklich entsetzlichen Katastrophen, die ich mit angesehen habe auf der Flucht, was wir dort alles erlebt und gesehen haben und so weiter und in welche Situationen man selbst gekommen bin, wo das dann also natürlich bröckelte und wo dann, aber es hat doch immer noch seine Zeit gedauert, ich wirklich verstand, was das für ein Regime gewesen war.